Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Und statt einen Livestreams mache ich heute Abend eine Bourbon Bar Special. Was habe ich hier in meinen Regalen? Anschließend kommt, was habe ich aus Irland bzw. die Welt noch denn da? Ich versuche mal hier eine Stunde lang zu reden und zu erzählen, was ich hier habe. Also, ihr seht hinter mir ist immer noch ganz schön viel voll. Ich habe hier ungefähr 20, 25 Flaschen hier unten. Die werde ich hochhalten, erzählen, hier runter tun, irgendwann mal zwischendurch einen Schnitt machen, wiederum 25 Flaschen da unten hin tun und so weiter, bis ich sie alle voll habe. Wir fangen einfach gleich damit an, was ich hier habe. Ich habe eine Tennessee Bourbon Whiskey Tullahoma from Master Malts of Scotland. Ich will auch immer sagen, Masters of Scotland, Malts of Scotland aus Paderborn. Die Flasche habe ich schon online gebracht. Das war ein Geschenk. Und so viel habe ich noch drin. Da war ich nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass das gut ist. Denn eigentlich ist das einem noch nur eine Fassstärke George Dickel. Interessante Sache, die immer wieder Malts of Scotland rausbringen. Allerdings, genau wie hier, ich könnte jetzt hier hochhalten. Die Flaschen sind allerdings leer, aber noch nicht weggebracht. Das ist im Grunde das gleiche im Grün. Bibb & Tucker. Das ist die 10 Jahre alte Flasche, die ich als Flaschenteilung gemacht habe. Und hier ist die 7 Jahre alte. Und das ist eigentlich alles identisch. Und das hier war eine Barot, das war eine 6 Jahre alte. Also, wer Bibb & Tucker gerne hat, vom Tullahoma auf jeden Fall was daneben, denn das ist nichts anderes als George Dickels. Ja, George Dickel, das steht auch hier drauf. So, bottled by George Dickel. Das steht sogar hier drauf. Norwalk, Kentucky, das ist echt interessant. Aber es ist der Cascade Hollow Ranch und Cascade Hollow ist in Tullahoma, Tennessee. Ja, also, es gibt Nummer 10 und Nummer 12 und Nummer 12 gefällt mir nicht. Also, George Dickel ist, wer man es gerne hat, ist eine Maiskolben auf dem Grill mit Butter. Also, oder Popcorn mit Butter. Das Zeug ist sowas Maishaltiges. Und auch mit viel, viel, viel Butter. Wer gerne das hat, bitte, bitte, bitte eine super schöne Sache dafür. Aber ich finde es nicht ganz so wow. So, weiter in meine Collection hier. Etwas, was er auch schon mal bei mir gesehen hat, aber die Flasche noch nicht. Westland Distillery, American Single Malt. Das habe ich übrigens aus Frankreich jetzt hier bestellt. Ein paar die Flaschen, die kommen werden, kamen tatsächlich aus Frankreich. Da werde ich, nachdem ich umgezogen bin, tatsächlich auch eine Flaschenteilung dazu machen. Denn der hat ein bisschen Rauch denn da drin. Und das ist für Jason natürlich, für Whiskey Jason, eine muss nicht sein. Also eine schöne, schöne Flasche. Ich habe vergessen, wie viel. Ich glaube, 59 ungefähr habe ich dafür bezahlt. Aus Frankreich hier in Deutschland kriegt man den für 69 oder was. Dort unten in Seattle, Washington. Eine interessante Distillerie, Single Malt aus Amerika, sehr zu empfehlen, wenn man gerne auch ein bisschen rauchigen Single Malts gerne haben möchte. Wir gehen weiterhin zu das, was ich liebe. Also, hier haben wir Woodford Reserve Rye. Hier haben wir Double Oaked. Hier haben wir Distiller Select. Damit fing alles an. Dann ging es rüber zu Rye und dann ging es hier zu Double Oaked. Ich liebe Double Oaked. Das ist einer meiner Lieblings-Bourbons überhaupt. Ich verkündige das zu selten, muss ich auch sagen. Der ist sehr, 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 sehr gut. Der ist sehr, 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 sehr gut. Und der ist sehr, sehr gut. Also Woodford Reserve, dreifach destilliert, Pot Stills, kein Column Still, genau wie in Schottland und Irland gemacht. Also richtig, richtig tolle Bourbon. Keine kontinuierliche Durchgang, sondern wirklich einzeln. Erste Destillierung, zweite Destillierung, dritte Destillierung. Also richtig gute Sache. Schöne Holz Fässern, die dort in ihrer Lagerhäusern denn dort gereicht werden. Eine der besten Bourbons, also mit viel Holz und viel, viel einfach Öle, also richtig ölig und gerade eben der Rye davon ist eine schöne Sache. Immer mit 45,2% abgefüllt. Eine interessante Entscheidung und ich habe immer noch nicht herausgefunden, warum es immer. Entschuldigung, 45,2 war der Rye und 43,2 war der Bourbon. Warum dieses Komma 2 immer da sein muss. So, während ich das hier nehme, nehme ich doch etwas vom Regal.
runter, denn ich bin bei Woodford Reserves. Auch das habe ich aus Frankreich hier bekommen. Das ist dieses sogenannten Masters Collection. Und gib mir auch gerne Masters Collection. Und das ist hier eine Brandy mit Brandy Cask Finish. Der beste Masters Collection von Woodford Reserve, den ich jemals hatte. Wie ich sagte, um die 99 Euro kostet die Flasche hier. In Deutschland 149, wie auch immer. Aber wiederum aus Frankreich kommt eine Flaschenteilung denn dazu. Aber. Um ganz ehrlich zu sein, würde ich wesentlich lieber eine einzige Flasche hier von der normalen Woodford Reserve haben, geschmacklich, als hier davon eine haben. Ja? Und der kostet ungefähr dreimal so viel. Ja, zweieinhalb Mal so viel. Also, Woodford Reserve Masters Collection, immer vorher ein Sample holen, obwohl die Flasche echt ganz, ganz bombastisch schön aussieht. So, wo gehen wir hin? 1776 Bourbon. Ich habe eine siebenjährige mit dem Gold, mit dem grünen Wachs auch denn davon. Allerdings schon in der neuen Wohnung habe ich nicht hier. Das ist habe ich noch nicht aufgemacht, deshalb war es meine Wertanlagesammlung. Aber den werde ich bald auch cappen. Der ist auch ganz gut. Vielleicht mache ich sogar auch eine Flaschenteilung davon. 100 Proof 1776 Bourbon, gesourced Whisky. Bisschen scharf, aber ist okay. Ich würde nicht unbedingt das empfehlen, wenn man wirklich was will, würde ich lieber ein Four Roses nehmen. Würde ich sogar fast sogar ein Bullet denn da stattdessen nehmen. Wir gehen auch hierhin zu etwas, was ich auch noch nicht verteilt habe. Duke, Kentucky Straight Bourbon Whiskey Small Batch. Also, ja, genau. Also John Wayne the Duke. Und das ist the Monument Valley Distillers. Es gab von Christopher online eine Wunsch dir was Flaschenteilung und ich habe mir ganz komische Geschichte sagt Jason, was wünschst du dir? Hast du irgendein Bourbon? Und ich schickte ihm eine Liste rüber von 230 verschiedenen Bourbons, die ich noch nicht habe, die ich gerne hätte. Und er sagte, whoops, ich sag du, wenn du eine davon besorgen kannst, wäre das toll. Und er hat einfach die Liste tatsächlich durchgearbeitet, hat dieses hier gefunden. Es gab eine Flaschenteilung und so viel ging weg. Und ich habe gesagt, du, ich nehme die Rest. Ich nehme den Rest, ich mache das. Und ich werde auch ein Video dazu nehmen. Ich werde auch in meine Gruppen hier auch eine Flaschenteilung machen. Und das ist All Rights Reserved, distilled by Deep Spirits, Lawrenceburg, Kentucky. Es gibt kein Deep Spirits, Lawrenceburg, Kentucky. Das ist auch gesourced Whisky. Aber es ist einfach eine ganz, ganz schöne Sache hier. Was steht da drauf? Duke, die haben sogar den Korken hier mit. Auch cool. Also ist echt erstaunlich, was man mit Marketing so machen kann. Ich glaube, die Flasche hat 70 Euro gekostet. Hat Whisky drin für 30 Euro. Ist so. So, Buffalo Trace. Auch eine ganz komische Geschichte. Meine Frau wollte irgendwas haben, was 3 Euro bei Amazon war. Und das war eine Plus-Produkt. Das heißt, man musste irgendwas für 20 Euro kaufen. 20,13 € glaube ich, habe ich hier bezahlt. Und habe ich trotzdem das Produkt von meiner Frau gehabt. Es ist nie verkehrt, Buffalo Trace im Haus zu haben. Das Zeug ist richtig gut. Leider ist das die 40-prozentige Version. Die 1-Liter-Flasche bei Amazon war nicht für einen guten Preis zu haben. Da kam immer 6 Euro Versand obendrauf. Und deshalb habe ich einfach mich begnügt mit der normalen Flasche. So, ich habe hier auch aus Frankreich etwas mir gegönnt. Für die, die es kennen, W.L. Weller Special Reserve. Ist nicht der allerbeste, aber ich glaube, ich habe keine 40 Euro pro Flasche bezahlt. Ich habe 3 Stück hier auch bestellt und die haben sofort angerufen und gesagt, tut mir leid, eine E-Mail geschickt. Tut mir leid, es geht nicht, Sie können nur 2 haben. Naja, dann habe ich wenigstens 2 gehabt. Das ist der Original Wheated Whiskey Special Reserve. Auch ein Video dazu habe ich schon gemacht. Poor Man, Pappies macht man damit. Eine sehr interessante Whisky. Statt Roggen nehmen sie den Weizen. Es ist eigentlich auch von der Buffalo Trace. Sehr, sehr, sehr schwierig zu kriegen in den Staaten, wie auch in Deutschland mittlerweile. Den Hype, den man bei Pappy Van Winkle hatte, schwappt über auf Weller, weil Weller der im Grunde der gleiche Rezeptur hat und deshalb sagt man, das ist so ähnlich. So, was ich auch aus England, aus Frankreich mir gegönnt habe, ihr merkt, ich habe ein großes Paket gehabt. Ich wollte Versandkosten sparen. Ich habe das Single Oak Project Kentucky Straight Bourbon Buffalo Trace Barrel Number 15. Auch da werde ich hier auch ein Video dazu drehen, auch eine Flaschenteilung damit machen.
Und das ist einfach, dass am Buffalo Trace ihre verschiedene Experimente so machen. Eine nicht ganz so große Flasche, muss man sagen. Da ist ein 375 cl, also eine halbe Flasche praktisch. Aber mit Barrel Number 15, also ich werde meine Erfahrungen damit machen und schauen. Auch nachher gibt es auch eine Flaschenteilung dazu. Ist eine gute Sache, finde ich. So, wo gehen wir jetzt hin? Ah, ja, genau. So, Booker's. Ich habe ein, zwei, drei verschiedene Flaschen von Booker's hier momentan. Denn man kann nie genug Booker's zu Hause haben. Das hier ist meine 7 Jahre alte Booker's. Das ist von 2015. Und das ist eine noch nicht geöffnete 2016 01E. Also E ist für Europa. Also auch eine gute Sache, kriegt man immer wieder. Die Gerüchteküche sagt, Leute, dass die Preise für Booker's werden wieder nach oben gehen. Ungefähr 20 € obendrauf. Also, ob sie recht haben oder nicht, alles momentan boomt. Gerade bei Bourbon, vielleicht ist das auch so. Ich habe sogar einmal auf ein Video die miteinander verkostet und das 6-Jährige schmeckte mir tatsächlich besser als das 7-Jährige. Vielleicht hat es damit zu tun, dass der schon Zeit in der Flasche hatte mit Oxidierung. Vielleicht ist einfach, dass es tatsächlich besser ist. Also, das weiß ich nicht. Aber das hat mir blind auch denn da besser. So. Knob Creek Single Barrel, 60%. Es steht immer noch Age 9 Years hier drauf. Das ist echt Wahnsinn. Horst, also whisky.de, hat eine Ladung zu einem äußerst günstigen Preis mal gehabt. Ich habe 40, 45 € dafür bezahlt für eine Fassstärke 60% Single Barrel Knob Creek. Super, super schöner Preis. Ich glaube, er ist auch fast 50 hochgegangen. Aber wer den noch bekommen kann, ist das im Grunde Booker's nur ein bisschen billiger. Ja, also richtig, richtig, richtig gute Sache. Alles hier Jim Beam. Kaum zu schlagen und 9 Jahre alt, ja, 9 Jahre alt, nicht 6, nicht 7. Wer auf Alter da was Wert legt, findet den, wenn die weg sind in Europa, sind die weg, da gibt es nicht mehr. Also, das dauert, bis die wieder rüberkommen. So, was habe ich hier? Baker's 7. Ich habe, oh Mensch, ich mache mir jetzt hier was, weil ich sowieso das probieren werde. Genau, diesen Glas hier nehme ich. Ich habe meine liebe Note mit Baker's. Denn meine allererste Flasche fand ich nicht wow. Und alle Leute schwören auf Baker's. Ich weiß nicht warum. Horst auch, ja? Also, und habe ich gedacht, Mensch, ich habe eine schlechte Flasche erwischt. Das ist 7 Jahre alt. Das ist jetzt 107 Proof. Also, ich habe Batch Number B90001. Keine Ahnung, was das heißt. 70 cl und so weiter. Und der ist nicht so toll, finde ich. Ich weiß es nicht. An der Nase ist er gut, aber es gibt einen Moment, da ein bisschen zu viel Holz drin, finde ich immer wieder. Also, wir sind jetzt hier, wie ich gerade gesagt habe, bei 50, 53,5%. Der ist gut, aber er ist nicht so gut wie Booker's, ist nicht so gut wie am Ende, auch besonders, nicht so gut wie Knob Creek. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum die Leute den so gerne mögen. Okay, so. Four Roses, ich finde die Flasche immer noch cool. Also diese herzförmige Small Batch. Irgendwo habe ich auch noch mal, nehme ich die gleich mit her. Dann habe ich den einen Abwasch. Also, die habe ich auch mal getestet gegeneinander. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Blind hat den hier mir besser geschmeckt. Aber allerdings, den schmeckt mir besser ohne Blind. Denn hier habe ich 50% ABV, hier habe ich nur 45%. Die 5% ABV machen was aus. Die Flasche ist cool, die Flasche ist auch cool. Da habe ich meine Rundungen, ich sage weiblich, ich sage eckig. Also beides ist eine richtig schöne Sache, auch Preis-Leistungs-Verhältnisse jeweils unter 30 € meistens zu kriegen. Wow, ja, also ich muss schon sagen, das ist eine richtig schöne, schöne Sache. Also ich habe hier für den Single Barrel 27,90 € und 24,90 € damals bezahlt. Also wow, also ganz, ganz, ganz tolle Preise. Ganz, ganz schöne Sache. Mein Platz wird eng hier drüben. Irgendwie habe ich links mehr Platz als rechts. Das hätte ich nicht geahnt. So, Leute, auch aus Frankreich habe ich mir ein Stag Junior gegönnt, endlich. Also, da ist die 66,05%. Das ist die 2016 oder 15 Version. Da musste ich nochmal online schauen. Also, der war gut.
Der war echt gut. Und zu dem Preis konnte ich das in Deutschland nirgendwo finden. Und deshalb habe ich dadurch durch www.whisky.fr auch da nochmal 10, 15 € gespart. Ich freue mich auch da mit einer Flaschenteilung zu machen und ein bisschen mir was ab und zu mal daraus zu gönnen. Eine schöne Sache. Zum Schluss. Für diese Runde, dann mache ich jetzt hier wieder auffüllen und wieder auffüllen. Jim Beam Signature Craft, 12 Jahre alt, kennen wir, ja. Also, das ist eine 30 € Flasche, 28 €, wie auch immer. Eine interessante Sache, Altersangabe immer noch 12 Jahre. Und nun habe ich mir gegönnt eine Jim Beam Signature Craft Bourbon Whiskey finished with rare Spanish Brandy. Also, noch einmal der Woodford Reserve mit Brandy hat mir so gut getan, so gut gefallen, dass ich gesagt habe, für 44, 42 € bei whisky.de werde ich mir den hier holen und werde damit auch eine Flaschenteilung machen. 43%, 43%, der hat einfach nur ein Brandy-Finish. Die werden gegeneinander auch antreten lassen. Vielleicht kommt er auch noch gegen den Woodford Reserve mit der Brandy. Also das ist irgendwie nett mit der Brandy momentan. Keine Ahnung, ob ich dabei bleibe, aber das ist das so, wie ich das so sage. Also auch da freut ihr euch auf eine Flaschenteilung. Flaschenteilung findet sich immer bei mir bei Facebook erst einmal. Das ist in der Bourbon Lovers Germany Gruppe. Also, und auch Rye and Whiskey Lovers. So, das ist eine schöne, schöne Sache, wo man gemeinsam miteinander hier Dinge verteilen und auch Flaschenteilungen machen können. Und das ist nicht schlecht. So, Bourbon Lovers Germany gibt es die eine Gruppe, da bin ich auch Admin. Und auch die andere Gruppe ist dann, es heißt, ich muss hier auf meine Facebook-Seite schauen, Bourbon and Rye Whiskey Club Germany. So, wenn ich daran denke, tue ich Links da unten hin, damit ihr auch die finden könnt. Denn bei Bourbons ist es besonders schön. Bookers habe ich genug Zeit gelassen. Da ist Bitterkeit. Tannin. Astringenz. Nee, nicht meins. So. Ja, ich habe ausgetauscht, falls ihr es merkt im Hintergrund. Makers kommt weg. Makers 46. Irgendwo muss der andere Makers auch hier drin sein, glaube ich. Ja, ich sehe den dann hinten. Also eine ganz, ganz tolle Bourbon. Ich war dort in Kentucky, habe dann geschaut, wie die das so machen. Normale Makers, einfach nur ein paar Staves, also Dauben da rein, die getoastet sind. Also richtig, richtig schöne Sache. Sehr zu empfehlen, auch Preis-Leistung besser, finde ich, als den Bakers. So, Joshua Brooks, das war ein Tipp hier von jemandem. Ich habe noch kein Video dazu gemacht. Also durch Flaschenteilungen, wie auch jetzt hier durch den eigenen Gesüffelei, muss ich sagen, eine geniale Bourbon, so ein genialer Preis. Ich glaube, 28 € für eine 1 Liter Flasche hier. Also Straight Bourbon Whiskey, Old Fashioned Sour Mash. Richtig, richtig gut. Kommt mir so vor, als ob es vom Willett käme. Also von den, wie das gleiche jetzt hier, wie Kentucky XO und so weiter. Die Flasche finde ich genial immer noch. Also Calumet. Allerdings der Inhalt ist nicht so schön. Das wurde von einem Kumpel von mir aus den Vereinigten Staaten rübergeschleppt. Er wollte unbedingt mal probiert haben. Gesourcete Whisky, nicht unbedingt etwas, wo man sagen kann, mache ich wieder. So, etwas, was ich ein bisschen schade finde, was nicht weggeht, ist der Rymageddon. Also Rymageddon, wer Rye gerne hat, also Julian Norai sagt auch immer wieder, das ist hier eine Bombe, Leute. Also probier mal eine Sample hier, whiskeyjason@gmail.com. Also nachdem ich umgezogen bin, ab März geht alles wieder los jetzt hier mit dem Sample. Und 46%, richtig verschiedene Roggensorten vom Corsair. Eine schöne, schöne Sache. Und das ist Chocolate Rye. Da ist ein Schokoladengeschmack da drin, die man sonst bei nirgends eine Rye Whisky so hat. Also einzigartig, interessant. Meins, ich mache den nicht so gerne, aber das ist mit, es ist nicht süß genug, glaube ich, für mich. So. Wir haben auch eine Flaschenteilung gehabt. Wir haben den Yellow Rose, der Outlaw Bourbon Whiskey, fast alles ist weggegangen. Und auch wir haben den Yellow Rose Premium American Whiskey.
Also die Flaschen waren nicht billig. Also ich glaube, ich habe 60 und 80 € dafür bezahlt jeweils. Der ist gut, der ist billig. Ja, also so einfach gesagt. Interessante Sachen, tolle Flaschen. Also Yellow Rose. Und das Wichtigste dabei ist, es ist die Oldest Legal Distillery in Houston, Texas. Also Whisky aus Texas, den die selbst gemacht haben. Auch das ist nicht oft, dass man bis auf Balcones, wie auch The Garrison Brothers, hat man eine dritte Distillery, die tatsächlich hier rüber schickt nach Europa. So, eine interessante kleine Fläschchen. Leider hat auch kaum jemand darauf eingegangen. Also da werde ich darauf eingehen. Ist Cedar Ridge Reserve Bourbon. 46%, 5 Jahre alt. Also das ist jetzt hier aus Iowa. Das war echt lecker. So, ich probiere noch einmal. So, Korken sitzt ein bisschen locker, muss ich sagen. Das musste ich vielleicht was austauschen. Also richtig gut. Und? Wow, da ist viel Geschmack drin. Das ist wirklich Zuckerwatte, das ist wirklich ja, mein Pecan, mein Pecan, mein Pecan, immer wieder. Das ist cool. Werde ich immer wieder mal neu auch haben. So, the bottle of wow. Also ich habe eine 69,6, 69,9, Entschuldigung, und ein 70,1 da oben. Schau mal diese Farbe an. Das ist Natur, Leute. Das ist nur Fass. Das ist Wahnsinn. Also das kriegt man, da kriegt Dalmor das noch niemals hin mit ihrem Zirkelcolor. Wahnsinn. Bottle of wow. Wer das noch nie probiert hat, bitte, bitte, bitte probier mal. So. Anders, Knob Creek Rye. Also vom Knob Creek, the Single Barrel finde ich gut. Der normale Knob Creek finde ich okay. Aber der Knob Creek Rye ist auch okay. Also ich glaube, ich habe den 2 gegeben, keine Ahnung. Andere Ryes gefallen mir besser, wie Lot 40 und so weiter. Aber der hat was und Preis-Leistung ist auch nicht schlecht. Also von daher, wer noch kein Knob Creek Rye hat im Glas, kann ich auch empfehlen. So, Basil Hayden ist auch jetzt hier, Beam Suntory. Coole Flasche. Jemand hat einmal gesagt, Mensch, wenn ich ein Kunst, ein, wie heißt das jetzt hier, ein Consumer Packaging studieren würde, also Verpackung für den Verbraucher studieren würde, würde so etwas dabei herauskommen. Das ist äußerst ungünstig, Leute. Denn immer wieder das hier zerknittert, wird auch dann nass und so weiter. Auch das hier hinten wird nicht ganz mit dem Metall, sondern das Metall wird zusammengeklebt hier. Also alles ist ein bisschen nicht ganz so optimal, aber trotzdem hat das was. Der sieht echt richtig gut aus und das ist ein High Rye. Und interessant ist, wenn man den einfach ganz alleine probiert, naja, ist okay. Aber bei, in einer Verkostung, Blindverkostung, schneidet der immer echt gut ab. Also das ist auch interessant. Also wir haben irgendwie ein Image davon, der ein bisschen schwach auf der Brust mit seinen 40%. Aber der schmeckt echt richtig lecker, besonders blind. Wer hätte gedacht? So. Eagle Rare 17. Ich glaube, das ist die teuerste offene Flasche, die ich überhaupt jetzt hier in meiner Sammlung habe. Die hat 497 € gekostet. Also eine 500 € Flasche für ein Bourbon. Also das heißt, 10 cl kostet 71,80 € und 5 cl kostet 36,43 €. Also noch ein bisschen was habe ich davon. Ich überlege noch, ob ich nicht tatsächlich der Buffalo Trace Antique Collection, von dem er eine ist, mir gönne. Bei Whisky Zone gibt es dann die 4 Flaschen. Das ist George T. Stagg, das ist Hardy, das ist Eagle Rare, da ist, wie auch immer die alle so heißen momentan, alle Flaschen um die 500 €. Also wenn man die alle zusammentut, sind 5 davon. Das wäre dann über 2.500, 2.800 € glaube ich sind das sogar. Die würde ich auch in der Flaschenteilung machen. Ich kam auf einen Preis von 5 cl wären 100 € und 10 cl wären 200 € dafür. Keine Ahnung, ob man überhaupt noch dafür hinkommt. Aber mein Lieblingsbourbon überhaupt, der beste Bourbon, den ich jemals da so hatte im Mund, aber auch teuer, teuer, teuer. Rye, Smooth Ambler Rye, sehr zu empfehlen, falls man überhaupt noch eine Flasche bekommt. Da waren verschiedene Chargen hier nach Deutschland, nach Europa gekommen. Meistens landen die Flaschen übrigens in Frankreich und von Frankreich werden sie verteilt auf ganz Europa. Und das ist jetzt hier die 2015, Batch Nummer 61.
kaum noch zu bekommen. Also für ein paar Monate, wo ich meine 4 oder 5 Flaschen gekauft hatte, waren die überall langsam ausverkauft. Und sehr, sehr zu empfehlen, eine 7 Jahre alte Rye Whiskey from Smooth Ambler. Smooth Ambler destilliert selbst, deshalb haben sie diese Linie jetzt hier weggemacht. Also Old Scout heißt, sie haben gesourced. Und Smooth Ambler, jetzt machen sie selbst Sachen in West Virginia. Also sehr zu empfehlen, auch in der Zukunft. So. Entschuldigung, das ist die teuerste offene Flasche, die ich habe. 5 cl kosten 80 Euro. Also wir sind über 800 Euro für eine Flasche. Ich habe The Van Winkle Family Reserve Rye, der allerbeste Rye im Universum. Also die Flasche hat eigentlich eine lange, lange Geschichte hinter sich. Aber ich erzähle sie nicht heute. Ich bin bereit, mich für ein paar 20 oder ich habe 20 cl hier drin. 10 bzw. 15 cl würde mich davon trennen. Das würde ich sowieso bald abfüllen in eine kleine Flasche, damit es nicht länger hier in diese große Flasche oxidiert. So, wir gehen hier weiter zu auch einer Flasche, an der mein Herz ein bisschen hängt. Und das ist Peerless. Also Peerless ist eine neue Distillerie dort in so Louisville, Kentucky. Und wenn man schaut hier, sieht, dass der Mitbegründer Corky das unterschrieben hatte, wie auch sein Sohn hat auch hier unterschrieben. So der Tyler der Vierte. Tolle Sache, eine 3 Jahre alte oder 2 Jahre alte Rye. Absolut super, sogar in der besten Whisky 2017 erschien der auf einige Listen unter der Top 20, die es gibt. Also das sagt schon was aus und ich bin absolut überzeugt, dass Peerless immer mehr und mehr werdet ihr davon hören. Also ich finde es immer ganz gut. Aged in Wood, als ob es was anders sein könnte. Und die haben ihre Nummer 50 damals nochmal aktivieren können. Das hat ein bisschen Zeit und Papierkram gekostet. Aber eine tolle Distillerie, wer in Louisville ist. Also bitte, bitte, bitte dahin gehen. Peerless ist schön. So, Yellowstone. Als ich den Maker's Mark besucht habe, gab es ganz große Schilder. Geh mal hin zu Yellowstone. Also das heißt jetzt hier, das ist die Limestone Branch Distillery in Lebanon, Kentucky. Wenn man in Lebanon ist, ist jetzt hier, wie heißt es, Loretta. Loretto? Loretta, ja, genau. Loretto, Kentucky, echt einfach nur 4 Kilometer entfernt. Und in hier in Lebanon werden die Fässern zum großen Teil hergemacht bei ISC, International Stave Company. Independent, nicht International, Independent Stave Company. Richtig schön und auch jetzt Yellowstone macht ihre eigene Sache. Das ist noch gesourced, das ist das Select. Ich habe noch ein bisschen davon da drin, nicht mehr sehr viel. Es lohnt sich mal, ein Tropfen zu probieren, auch wenn es nicht unbedingt der größte Hit der Welt war. Ups, Entschuldigung. So, auch eine Sache, was ich mir gegönnt habe, war diese Flasche hier. Meine Frau will die Flasche, ich will den Inhalt. Das ist Hill Rock Double Cask Rye Whiskey. Also, ich glaube, ich habe auch 100 Euro hier für die Flasche bezahlt. Kann auch 99, wie auch immer sein. Da kommt auch noch eine Flaschenteilung dabei raus. Der beste Rye unter 100 Euro, den ich jemals im Glas hatte. Punkt. Also, mehr kann ich nicht sagen. Der beste Rye, den ich jemals im Glas hatte. Also, dieser Korken ist toll und dann würde ich mir was hier gönnen. So, Hill Rock, ein Bankier, ein Investmentbanker dort aus New York hat gesagt, ich will Whisky machen. Und er hat einfach die besten Leute, die beste Equipment, das beste allem. Und er hat einfach mal das hier gemacht. Double Cask heißt einmal einen neuen frischen Fass und einmal noch einen frischen Fass. Der ist so gut, Leute. Also. Wow. Oh, am Ende. Oh. Ich weiß jetzt, warum ich den so gerne hatte. Wow, der ist cool. Also, Hudson Valley, New York, echt absolut unschlagbar. Unmöglich zu bekommen und relativ teuer. So, noch 2 Flaschen, bevor ich nochmal umbauen muss. Jack Daniels. Jack Daniels Single Rye ist echt richtig gut, Leute. Jack Daniels Single Barrel, auch Bourbon, ist auch richtig gut. Aber hier der Rye ist nicht damit zu vergleichen mit den Van Winkle, nicht zu vergleichen mit dem Hill Rock. Aber der kostet auch ein Drittel davon. Und der ist
Nicht fast so gut, aber langsam so gut. Also sehr, sehr gut. Auch da kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich finde diesen Single Barrel Rye äußerst, äußerst lecker. So, and last but not least, bevor ich jetzt hier nochmal umbaue. Jack Daniels habe ich an der Flasche mir gegönnt mal. Das war die 150er Version, also 150 Jahre. Und das war der 43%ige ABV. Also mehr als der normale Limited Edition habe ich mal probiert. Ist nicht so schlecht, ja. Besser als die normale. Leider habe ich keine normale Flasche. Ich glaube, Noble Oak, denn dort aus, denn aus Bremen möchte gerne einen Vergleich haben. Aber ich habe keinen normalen Jack Daniels und ich werde auch keinen normalen Jack Daniels hier kaufen. Nur für ein einziges Video denn davon. Aber naja. Aber man merkt, ich trinke es nicht gerne oder nicht so oft. Da ist immer noch seit fast einem Jahr hier. Gerade eben so viel weg und das ging einfach mal durch Flaschenteilungen und immer wieder mit Vergleichsvideos. So, also Teil 3 gleich. Ja, die Reise geht weiter. Wild Turkey Rare Breed. Also, das ist hier eine 56,4% ABV Monster. Auch eine tolle, tolle Flasche, also sehr traditionell. Wer Fassstärke Bourbon probieren möchte, Booker ist zu teuer. Das ist dein Alternative, den man da unbedingt nehmen muss. Sehr, sehr, sehr lecker. So, Yellowstone. Yellowstone Select habe ich gezeigt. Yellowstone Straight Bourbon. Ja. Was soll ich sagen? Nee. Gesourcete Whisky, noch niemals so toll. So, was aber Dings interessant ist, ist Corsair Triple Smoke. Wenn du gerne rauchigen Whiskys hast und du möchtest gerne was Ungewöhnliches probieren, was bei vielen Verkostungen am Blind auch tatsächlich wie ein exotische, schottische, rauchige Whisky durchging und viele Leute für sehr gut gehalten haben. Also Corsair Small Batch Triple Smoke ist sehr, sehr gut. Cherry, Beechwood and Peat Smoked Barley. 40%. American Malt Pot Still, also eine interessante, interessante Sache. Nicht unbedingt meins, weil mich kennt, Rauch und so weiter. So, Maker's Mark habe ich schon 46 geschaut, also eine 45%ige Variante, also eine richtig schöne Flasche, in der man sie da eintauchen. Weeded, also wie genau unsere W.L. Weller, für den Preis nicht zu schlagen. Punkt. Maker's Mark kostet jetzt hier 23 €. Mensch, Leute, komm. Also kauft euch eine Flasche, probiert das mal. So, die Flasche ist gleich leer. Lot 40 ist nicht unbedingt ein Bourbon, aber kommt aus Kanada. Der beste kanadische Rye, den ich momentan kenne. Ich liebe diese Whisky. Ich würde den unter hunderte von verschiedenen Whiskys, glaube ich, sofort rausschmecken können. Lecker, 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 lecker. Wenn ich sowieso in Kanada bin, JP Wiser's Triple Barrel 10-Year-Old. Das Zeug kostet 15, 16 € im Supermarkt und ist süffig lecker gut. Also gefährlich lecker gut. Also eine sehr, sehr schöne Sache. Also 10 Jahre alt, also aus Kanada. Drei verschiedene Fässer, das heißt, sie benutzen dann benutzte. Also First Fill Bourbon, mehrfach Bourbon benutzt und auch Virgin Oak. Also eine richtig super schöne Sache. Kann ich echt nur empfehlen, wer was Süffiges haben möchte aus Kanada. Eine schöne, schöne Sache. So, Bullet. Es gibt den normalen Bullet. Die Flasche ist gerade auch leer geworden in eine schöne Tasche. Und der Bullet Bourbon 10 Jahre alt. Kostet 33,90 € bei mir, bisschen zu teuer dafür, es schmeckt tatsächlich besser als der normale Bullet. Beziehen Sie Four Roses sowieso noch. So von daher eine schöne Sache mit der Aufkleber, mit der Flasche, kann man sich mal gönnen auch. So, die andere Flasche hier von Elijah Craig. Also das ist die 70,1%, weil es über 70% ist, es ein Gefahrgut. Also, wenn man den transportiert, ist da ein Hazardous-Symbol da drauf in den Vereinigten Staaten. Auch ein Bottle of Wow. Während ich bei Elijah Craig bin, dann gehe ich einfach mal zu der normalen Flasche noch. Das ist die alte Version mit dem 12 drauf. Die neuen sehen ganz anders aus. Auch schick, aber diese alte Flaschen mit dem 12 sind noch begehrt.
Die Restposten sind noch, ein paar Leute können sie noch bekommen, aber sonst kriegt man die neuen Small Batch Varianten. Scotch Test Dummies haben Small Batch gegenüber denen mal verkostet und das Small Batch hat bei denen besser abgeschnitten. Wer weiß. Während ich hier bei Elijah Craig bin, ich habe noch den Elijah Craig 18, eine große, große Enttäuschung. Also, Elijah Craig, 18 Jahre alt. Ich 250 Euro habe ich für diese dämliche Flasche hier aus England hier bezahlt. Hat mir nicht geschmeckt. Es war nur brennend. Es war nicht so gut. Ich habe es einfach bereut. Der 23-Jährigen allerdings aus Elijah Craig war meine zweitbeste Whisky im Jahr 2017. Es hat nichts unbedingt mit Elijah Craig zu tun, sondern der 18er war vielleicht nicht in der richtigen Position. Vielleicht ist ein ganz neuer auch Ausgabe jetzt hier, der seit 2017 auf dem Markt ist und vielleicht haben sie einen schlechten Fass erwischt hier für Europa. Ich weiß es nicht. Während ich in Kanada war, habe ich vergessen, das hier rauszuholen. JP Weiser ist 18 Jahre alt, eine coole, coole Flasche. Inhalt ist enttäuschend. Viel Geld für etwas auszugeben, ich glaube, es war 70, 80 Euro dafür. Und der Inhalt ist, nee. Also noch nicht mal, was man sagt, hey, toll. So, allein E.H. Taylor, auch gerade leer geworden, straight rye, also durch meine Flaschenteilungen. Auch das war nicht sein Geld wert. Ich glaube, das war eine 70-Euro-Flasche. Es gibt Ryes, die wesentlich besser schmecken und kosten nur die Hälfte. Apropos Lot 40, apropos O-Scout, Smooth Ambler, 7 Jahre alt und so weiter. So, Jim Beam, Double Oaked. Oh, habe ich sogar zweimal. Ah ja, genau. Also danke Vic und die Oni und Arne. Ich weiß noch, das gab eine Fehlbestellung einmal und als Entschädigung habe ich eine neue Flasche hier gekriegt. Double Oaked hat bei mir in den Blind Test Tasting einmal bei Jim Beam Produkte gewonnen. Ich finde den Black Label besser mit 6 Jahren, aber blind hat der tatsächlich besser geschmeckt. Eine tolle Whisky zu einem günstigen Preis, wenn man gerne ein bisschen mehr Holz im Mund haben möchte bei einem Bourbon. So, auch ein Unikat, Blue Sky Rye. Ich war so enttäuscht von diesem Whisky. Es ist eine, ich lese hier mal vor. Less than 2 years old fine rye. Less than 2 years old. Es steht auf der Etikette weniger als 2 Jahre alte feine rye. Das ist hier MGP. Wenn man den blind verkostet, ist der nicht so schlecht. Aber wenn man Geld ausgibt dafür, und ich glaube, ich habe damals ausgegeben, ich muss auf meine Liste hier schauen. Das war, ich habe, ja gut, ich habe 34 Euro dafür ausgegeben. Aber dennoch hat es damals in der Seele leid getan, denn ich habe Großartiges erwartet und ich habe Minderwertiges bekommen. So, das ist auch eine interessante Flasche. Habe ich, glaube ich, auch aus, habe ich genau aus UK hier bestellt. Old Virginia, 6 Jahre alt. Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Ganz ehrlich, die Flasche war viel zu teuer. Old Virginia, ich hab nur 25,90 € dafür bezahlt, aber der schmeckt am Penny Packer für 9,99 € schmeckt besser. So, es ist eigentlich im Grunde das gleiche Zeug denn da drin. So, wir gehen weiter hier. Old Pepper, auch eine Sache mit Geschichte. Ich glaube gar nicht mal mehr, dass man den bekommt, denn es gibt die 1776 JP Pepper. Ja, genau, das ist hier ein Produced for Royal Springs Distillery. Das war ein Remake von meiner alten Marke, die man aufgekauft hat. Auch hier drin ist irgendetwas von Four Roses oder Jim Beam oder Wild Turkey oder sonst irgendjemand. Also, muss nicht sein. Ah, apropos Wild Turkey. Wild Turkey Diamond, also 200 € Flasche, absolut sehr, sehr schön. Also es gibt auch eine Verpackung davon und ich habe sie weggetan, weil es gibt nur noch einen Rest. Das werde ich auch dann abfüllen, meine Samples und auch verkaufen. Also man zelebrierte die 60 Jahre. Also Lukas und Mirko und ich, Sirko und ich, wir haben das dann auch online verkostet. Eine der besten Bourbons, die ich in diesem Jahr hatte, muss ich einfach ehrlich sagen, aber auch entsprechend teuer. So, was man in Deutschland gar nicht kriegt, das ist am Blade & Bow, das ist The Wetzel Stiller. Distillerie, die haben einige Fässer noch gefunden, als sie damals dort das aufgekauft haben. Also, das heißt, das ist hier tatsächlich von, und das steht hier drauf. Was steht hier drauf?
Bottled by Stitzler Weller Distilling Company, Louisville, Kentucky. Wo habe ich mein Frontier Bottle? Es sollte einfach aussehen wie das. Also hier. So, Bullet ist auch hier produziert von den gleichen Leuten jetzt hier, ja. Das ist jetzt in Plainville. Genau, Plainville, Illinois. Das ist, also, Entschuldigung, mein Fehler. Das ist jetzt hier der MPG-Zeug da drin. Nicht jetzt hier das Zeug von Four Roses. Und das ist Blade and Bow. Und das waren nur ein paar Flaschen, die es gab. Hauptsächlich in Staaten, die haben dann Solera-Verfahren benutzt, um dann das hier zu machen. Da gibt es diesen Schlüssel da drauf. Lecker ist das, muss ich schon sagen. Eine gute Sache. So, wir gehen weiter. Einer meiner Lieblingswhiskys in der Preisklasse, Eagle Rare Buffalo Trace. 10 Jahre alt. Also eine richtig schöne Sache. So, genau, Age 10 Years steht hier noch drauf hinten, aber das bedeutet, es kommt irgendwann weg. 45%, richtig gut. Buffalo Trace auf Steroiden, also besser geht's kaum. So, Knob Creek habe ich schon erwähnt, Single Barrel und Rye, es gibt auch noch den normalen Patiently Aged, der 9 Jahre an gibt's weg. Diese Dinger sind echt cool, aber man muss immer auch darauf achten, dass der Wachs nicht reinfällt. Da muss man diesen Ding hier abziehen und der Wachs bröchelt und so weiter. Ich habe selbst eine Flaschung davon bei Jim Beam gemacht. Ich durfte meinen Fingerabdruck darauf gemacht beim Single Barrel. Das war eine coole Sache. Naja. So, vorletzte Flasche von das, was normal ist. Gentleman Jack kennen wir auch dann da von Jack Daniels. Double Mellowed. Also einmal bevor es dann im Fass reingeht, wird es dann durch dieses Kohleschicht vom Ahorn. Und das zweite Mal bevor eine Flasche wird es nochmal, denn dort eine interessante Sache. Nicht meins, aber das ist gut, dass es das gibt. So, was fehlt? Blantons. Also, Blantons ist ein sehr schönes Produkt hier. Wiederum sind wir hier bei Buffalo Trace. Das ist deren Einzelfassabfüllung, extra damals gemacht für Japan. Es gibt den Buffalo, Straight from the Barrel. Es gibt den The Original. Straight from the Barrel ist Fassstärke. Der ist nur bei 46,5%. Es gibt den Reserve auch bei 40%. Und es gibt den Gold bei 50,5%. Also die vier, nicht schlecht. Also ich glaube, ich habe hierfür bezahlt. Also auf meiner Liste steht Blantons mit. Okay, 42 Euro für den Preis. Eine sehr leckere Bourbon. So, 4 kleine Flaschen habe ich über. Wer so lange durchgehalten hat, bravo Leute, wow. Also, ich habe eine Supermarket-Bourbon-Test mal gemacht, wisst ihr es noch? Und ein paar Flaschen habe ich über. Das ist hier Kentucky Highway, das war vom Edeka damals oder Rewe, wie auch immer. Steht da irgendetwas drauf, wo es denn herkam? So, abgefüllt durch Bottled from Pabst and Richard Vertrieb in Minden. Keine Ahnung. Das habe ich noch. Ich habe noch, oh, meine berühmt-berüchtigte Ranch Wood von Penny E. Gibb. Und ich habe auch noch vom Henry Mason hier. Das war, glaube ich, Edeka. Das andere war was anderes. Ich glaube, das war Kaufland. Das war echt besser als gedacht. Das war hier feinste Bourbon Whisky mit Zuckercouleur. Aber Bourbon hat kein Zuckercouleur, aber macht nichts. Und was ich mal gekauft habe und nie vor der Kamera hatte, war jetzt hier, und werde ich auch nie machen, habe ich nur im Regal wieder entdeckt, Red Stag. Ätzendes Produkt, den ich jemals im Mund hatte von Jim Beam. Also wie kann man das sich antun, Black Cherry Geschmack in einem Bourbon reinzuhauen? Lass es! Also, furchtbar. So, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners mit meinen 100 circa Flaschen, die ich hier vorgestellt habe. Vielleicht hat jemand gezählt, wie viele Flaschen ich hier hatte. Das Problem ist, ich mache Flaschenteilungen. Und immer wieder kommen Flaschen rein und gehen Flaschen raus. Das heißt, bestimmt ungefähr der ähnliche Sommer ist schon rausgegangen im Laufe meiner Whisky-Karriere. So, ich habe eine Liste hier von Sachen, die ich mal hatte, die ich nicht mehr so habe. Lass uns sehen, ob ich die hier schnell aufrufen kann. Das fand ich echt interessant. Ich habe den Blanton Special Reserve.
Ich habe den Blanton's Gold. Ich habe den Jack Daniels hatte ich mal gehabt mit dem Silver Select. So, Jim Beam Rye habe ich gehabt, habe ich hier nicht gezeigt. Jim Beam Black. So, Devil's Cut habe ich gehabt von Jim Beam. John B. Stetson habe ich gehabt, habe ich auch nicht gezeigt. Mellow Corn habe ich gehabt. Old Granddad habe ich gehabt. Bottle and Bond auch noch. Rittenhouse habe ich gehabt, habe ich momentan nicht. Wild Turkey 101, Wild Turkey 81, Wild Turkey 101 Rye habe ich alles schon mal gehabt. Henry McKenna habe ich gehabt, ist auch weg. Angels Envy, Angels Envy Bourbon ist schon weg. Evan Williams habe ich gehabt, White Label, Black Label, 1793, wie auch der Einzelfassabfüllung, Single Bottle. Jim Beam Green habe ich mal gehabt. Bibb and Tucker habe ich gezeigt. Cleveland Underground habe ich einiges gehabt. Wow, wo ist die Flasche abgeblieben? Ich dachte, die hätte noch was. Ezra Brooks habe ich mal gehabt. So, was haben wir hier noch gehabt? Kavol habe ich gehabt. Leute, ich werde Kavol tatsächlich hier am Video mit denen, ein Livestream mit denen machen. Mit den Leuten wahrscheinlich direkt in Chicago. Das wäre cool. Masterson habe ich hier gehabt. Straight Rye. Rebel Yell habe ich hier gehabt. Heaven Hill habe ich hier gehabt. Und ein paar andere Sachen habe ich auch hier gehabt, die nicht mehr da sind. Also von daher, was soll ich sagen, Leute? Ups. Jason bewegt seine Hände und gleich schmeißt er was um. Okay, dieses Video ist zu Ende. Also ich schaue mal, wie viel Zeit ich dafür benötigt habe. Ich werde ein zweites Video machen mit dem ganzen Zeug vom Irland und auch den da zeigen, denn irgendwie scheint es momentan in zu sein. My Bar 2000, My Whiskey Collection 2018. Und das war nur Bourbon. Alles, was Scotch habe ich nicht gezeigt. Alles, was Weltwhiskys sind, habe ich nicht gezeigt. Ich zeige nur meine Bourbons und Irish zur Zeit. Vielen Dank. Schreibt mal was hin. Zum Beispiel, Jason, du bist verrückt oder deine Frau muss dich umbringen oder sonst irgendetwas. Es hilft immer, denn wenn Kommentare sind, da wird mein Video auch dann höher dann gemacht. Vielleicht liken, von mir aus disliken und auch noch bitte, bitte, bitte. Meine Anfrage ist, wollt ihr auch ein paar Samples irgendwann haben, damit ich die Flaschen wegkriege, damit ich neue Flaschen kaufen kann? whiskeyjason@gmail.com. Vielen Dank. Ciao.